Herzlich willkommen und moin moin hier aus Rostock. Wir sind hier mal extra an den Hafen gefahren und haben den wunderschönen Ausblick hier. Die Mannschaft ist natürlich schon im Stadion und heißt darauf, in einem richtigen Hexenkessel heute bei diesem Ostduell den Dreier endlich klar zu machen, den Auswärtssieg, nachdem man sich ja schon so lange sehnt. Und ich würde vorschlagen, wir genießen hier noch einen kleinen Moment den Ausblick und schalten dann direkt ins Stadion. Und schon sind wir da. Die Mannschaft ist ebenfalls angekommen, bereitet gerade noch alles vor. Aber auch die mitgereisten Fans machen es sich bei frischer Seeluft im Stadion gemütlich und wollen unsere Jungs heute siegen sehen. Auswärts hatte das zuletzt gegen Borussia Dortmund 2 geklappt. Nun will man gegen die Hansa, wie schon im Hinspiel, zu Hause siegen. Wieder mit von der Partie ist Fabian Stenzel. Der hat seine Gelbsperre abgesessen. Und mit unserem Mannschaftskapitän Anton Fink haben wir jemanden, der in den letzten 4 Partien gegen Rostock immer getroffen hat. Los geht's in die Partie und der Gastgeber sorgt für ein erstes Ausrufezeichen mit dieser Ecke hier von Bickel, dessen Ball an die Querlatte schlägt. Unser CFC hat am Anfang ein paar Mühen, um in die Partie zu finden. Und aufgrund der Platzverhältnisse kam es schon in den ersten 10 Minuten zu einigen Foulspielen. Hier der Pfiff zugunsten der Rostocker und der Freistoß wird erneut ausgeführt von Bickel. Dessen Ball findet auch direkt Halli Safran und der macht nach 13 Minuten das 1:0. Und unser Team reklamiert Handspiel, aber der Schiedsrichter lässt den Treffer zählen und das war eine klare Fehlentscheidung. Safran buxiert den Ball mit dem Arm ins Tor und zu allem Überfluss bekommt Anton Fink wegen Meckerns die gelbe Karte. Aber unser Team hat noch genügend Zeit, kommt allerdings in dieser ersten Halbzeit noch kaum zu einem gefährlichen Torabschluss. Das Spiel ist eher vom Kampf um den Ball bestimmt und der Platz sorgt für viele Ungenauigkeiten im Passspiel. Doch dann hier vielleicht die Möglichkeit für Frank Löning nach Zuspiel von Anton Fink, kann den Ball aber leider noch nicht aufs Tor bringen. Unser CFC dann mit vielen Standardsituationen, die allerdings noch nichts Zählbares einbringen können. Immer wieder werden auch hohe Bälle probiert, zum Beispiel auf Frank Löning und Co. Aber man konnte sich einfach noch nicht zu 100% durch die Rostocker Defensive beißen. Zwischenzeitlich dann auch mal Rostock mit einem schnellen Konter, aber Marcel Ziemer verspringt hier der Ball zum Glück. Und im zweiten Anlauf kann der Ball von unserem Youngster Tom Scheffel geklärt werden. Das Spiel also oft ein Kampf mit offenem Visier. Die Spieler hauten sich voll rein und unser CFC kam nochmal zu 2 Freistoßmöglichkeiten. Aber auch hier fehlt der letzte entscheidende Abschluss für den Ausgleich. Hier zum Beispiel nach dem Freistoß von Fink. Frank Löning hämmert den Ball mal drauf, aber es soll es erstmal gewesen sein für die ersten 45 Minuten. Es bleibt nach wie vor 1:0. Auf zur zweiten Halbzeit. Reggio Fosu inzwischen für Lorenzoni gekommen. Rostock aber wieder auf dem Weg nach vorn über rechts. Und da fehlen zum Glück 2 Meter, sonst hätte das hier gefährlich werden können. 61. Spielminute, unsere Himmelblauen mit der nächsten Chance. Das ist Anton Fink mit einer herrlichen Flanke auf dem Danneberg. Und er köpft den Ball Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Die bis hierhin größte Chance für unseren Club. Wieder Rostock auf der anderen Seite, wieder über rechts. Und da ist schon wieder der Pass ins Zentrum und Safran fehlen ebenfalls nur Zentimeter. Sonst hätte es hier vermutlich auch klingeln können. 13 Minuten vor dem Ende der Doppelwechsel auf Seiten unseres Chemnitzer FCs. Stefano Cincotta und Markus Ziereis kommen für Dan Patrick Pockenberg und Philipp Türpitz aufs Feld. Und jetzt in dieser heißen Schlussphase geben unsere Jungs nochmal Gas für den Endspurt. Der Ball läuft jetzt immer öfter in Richtung Rostocker Tor. Wieder eine Freistoßmöglichkeit. Anton Fink bringt den Ball in den 16er, findet dort jedoch keinen Abnehmer. Ball ist noch heiß. Und dann Tom Scheffel auf Marc Endres. Und was passiert dann? Er fällt zu Boden und der Schiedsrichter pfeift aber nicht für 11 Meter. Nein, sogar Freistoß für Rostock. Es war eine Schwalbe unseres Abwehrchefs und er war schon gelb vorbelastet. Und Thorsten Schriefer zeigt ihn nun gelb-rot. Die Nachspielzeit ist angebrochen. Freistoß durch Penke landet im 16er. Frank Löning per Kopf an. Gewusel im Strafraum. Handspiel wird reklamiert. War nichts, sagt Schriefer. Und man muss weiter pressen, um hier das 1:1 zu erzielen.
Wieder Freistoß und der kommt gut, der kommt schön vors Tor, aber Schulen ist da. Der Keeper von Rostock pariert hier noch zur Ecke. Pech für unser Team, das war sie. Die ganz, ganz dicke Möglichkeit zum Ausgleich. Der folgende Eckball durch Fabian Stenzel, einen Tick zu weit, wird von der Defensive von Rostock geklärt. Aber Ball noch im Spiel. Jetzt kommt Tim Danneberg an den Ball und Tom Scheffel ist per Kopf da, aber wieder auch Schulen. Und das darf doch nicht wahr sein. Danneberg kann es nicht fassen. Das war die letzte Chance und es bleibt beim 1:0. Die negative Auswärtsserie hält an. Es ist zum Verrücktwerden. Tja, Anton Fink, ich will gar nicht um den heißen Brei rumreden, kein Tor von unserer Seite. Warum klappt es zu Hause und auswärts irgendwie nicht? Ja, ist eine gute Frage. Wir versuchen trotzdem alles. Wir haben heute wieder Riesenchancen. Wir haben auch ein besseres Spiel meiner Meinung nach gemacht. Und ja, im Moment fehlt das Quäntchen Glück auswärts vor allem. Zu Hause machen wir das eigentlich richtig gut. Und wir haben in der letzten Minute, glaube ich, noch eine Riesenchance, wo denen zweimal der Ball an die Hand springt. Und wenn wir dann Elfmeter kriegen, dann reden wir über diese Situation überhaupt nicht. Trotzdem war ja auf beiden Seiten auch viel Pech mit dabei, also sowohl bei unseren Chancen, aber auch bei Rostock. Da hatten wir natürlich dann Glück, dass es da nur Zentimeter waren, die gefehlt haben. Waren das heute generell einfach komische Ungenauigkeiten oder wie kannst du dir das erklären, dass das heute so ein Hin und Her war? Ja, wenn man Platz sieht, da ist nicht viel Fußball möglich. Die haben 5 riesen Kerls drin, die schlagen jeden Ball lang. Das ist für mich kein Fußball, aber wir haben gewusst, auf was uns hier erwartet. Und natürlich kann man auf dem Platz nicht Fußball spielen. Deswegen war das eher ein kampfbetontes Spiel heute. Ein sehr zerfahrenes Spiel, aber ja, leider haben wir es wieder 1:0 verloren. Ja, ich finde, wir haben ein sehr kampfbetontes Spiel gesehen, wo wir in den ersten Minuten gut reingekommen sind. Aber das waren so 4-5 Minuten danach. Hat Rostock viel Druck gemacht, insbesondere die Standardsituation. Ich glaube, wir hatten 4-5 Freistöße gegen uns und auch 2 oder 3 Ecken. Die Freistöße waren alle auch berechtigt. Der dann zum Tor führte, das liegt im Auge des Betrachters. Ob das Tor dann regulär war, würde ich ebenso mal offen gestalten. Fakt ist eins, wir haben uns dann richtig in die Partie reingekämpft und haben dort gut gegengehalten, wie ich finde. Und in der zweiten Halbzeit, wenn du dann diese 3-4 klaren Möglichkeiten, die wir dort hattest oder die wir hatten, nicht nutzt, dann braucht man sich am Ende auch nicht beklagen, wenn man so ein Spiel nicht gewinnt oder zumindest noch nie gestaltet. Denn das waren schon, wenn ich an den Kopfball denke, wenn ich an Fabian Stenzel denke, wenn ich dann noch an den Freistoß denke, den der Keeper gut hält, um mal nur 3 Beispiele zu nennen. Natürlich hatten die Rostocker auch noch die eine oder andere Kontermöglichkeit, aber wir haben uns diese Niederlage hier ganz klar selbst zuzuschreiben. Und wir müssen einfach bei diesen Möglichkeiten, die wir haben, konsequenter handeln. Und das ist uns nicht gelungen. Deshalb nochmal Gratulation an Rostock, die diese Möglichkeit genutzt haben. Und dann haben wir heute auch die 3 Punkte dafür bekommen. Dankeschön.